Oh, was geht ab, Leute? Hunger. Wie ihr sehen könnt, Panzerwiese. Ich treffe mich mit einem bekannten Gesicht, der beziehungsweise viele Gesichter hat und viele Namen. Emilio, Kogai, der Nichtgönner, Akaino, wie ihr wisst es. Servus, ich bin. Ich glaube, wir müssen reinlaufen, oder? Natürlich müssen wir rein. Der Tag hat nicht gut angefangen. 100% Megaplay verpasst. Ja, Mann. Dann schaffe ich irgendwie. Mache mein Raid nicht alleine. Keine Ahnung, wo ganz lag. Es hat immer eine Sekunde gefehlt. Aber einmal bin ich mit 162 Sekunden nur reingekommen. Anstatt was? 170. Echt? Und das war immer unterschiedlich. Und dann 167 oder so. Ich bin nie mit 170 reingekommen. Aus einmal. Bis jetzt hast du es auch immer geschafft, oder? Ja, ja. Aber letztens habe ich auch Aquana auf einmal nicht mehr allein geschafft. Ich weiß nicht, ob die es vielleicht erhöht haben, die Schwierigkeit. Ich habe irgendwas gelesen, dass sie den Level 3 Raid schwieriger gemacht haben. Das kann schon sein, weil. Ja. Früher war es echt. Nicht locker, aber auf jeden Fall machbar. Ja, du hast ja Simsalons ja genug, oder? Ja, ja. Eigentlich. Merkwürdig. Wir sind hier wegen dem Abrennest. Hast du ein gutes gefangen jetzt aus der Tour? Ja, ein 100er. Oh. Ja, endlich. Also hast du nicht geholt? Wann war das? Den 100er war gestern. Nee, gestern war ich nicht. Nachmittag. Gestern war aus. Pause. Ich habe alles ausgemacht. Ich habe echt kein Handy angemacht, gar nichts mehr. Was? Gibt's das? Ja, ja, ich habe Pause gebraucht. Da war zu viel los. Okay. Gestern kam ein paar saftige Sachen. Pinsel 100er morgen geholt. Okay, nicht schlecht. Ja. Ist wieder zu viel gewachsen. Also normal gibt es ja eigentlich immer Wege. Da vorne. Hier, oder? Ja, ja. Schaut gut aus. Das erste Abgas seit einer halben Stunde oder so. Super saftiges Nest. Ja, das Problem ist, seit Niantic dieses neue System eingeführt hat mit den. Pass auf. Du weißt schon, wo nur die Pokémon in der Nähe von Pokéstops angezeigt werden. Also hier ist es zum Beispiel eine große Schwachstelle. Ja. Wo es halt keinen einzigen Pokéstop gibt. Hm. Und Map hier scannt nicht. Was ist da los, Philipp? So. Ratzratz. Aber hier scheinen mehr Spawn zu sein wie drüben. Noch leider. Kogai hat keine gelben Bären dabei. Ja, ich habe jetzt einen Stop gedreht. Ich habe jetzt einen bekommen. Ja, passt ja für das eine Abgang. Ja, das passt. Ja, Nummer zwei. So, Nummer 2. Das Line hat ein Ende. Langsam, ja. Ja. Weiterhin nichts. Ja. Ja, zwei Abras, eine halbe Stunde. Wir gehen jetzt zum einzigen Pokéstop hier auf dieser Wiese. Den habe ich auch noch nie gedreht. So weit gehe ich nicht hier rein. Krass. Einmal war ich hier für ein 100% Sichtloch, mitten in der Nacht. Dann kam Michi. Mit Auto. Ja, hat er mir erzählt. Ja. So, Nummer 3. Nach einer fetten Runde. Ich leide, ich habe keine Sonane mehr. Alles klar. Ist echt leidend hier. Ja, ist echt so. Ich finde, weil da hatten wir sogar das alte Tracking-System. Ja. Ja, das bringt auch nicht viel. Weiß man nur, wo das eins hier ist, aber man weiß nicht wo. Ja, ich weiß nicht, wie du langlaufen sollst. Ja. So, das war jetzt vor ein paar Tagen, vorgestern glaube ich. Das Nest an sich eigentlich ganz gut, nur ohne Map und ohne Pokéstops weiß man halt echt nicht, wo die sind, die ganzen Pokémon. Haben mal kurz vorbeigeschaut, Kogai hat noch ein paar Abras gebraucht für sein neues 100% Abra, das er letztens auf Tour gefangen hat. Mehr zu der Tour morgen. Ihr wisst ja, wir haben da so ein kleines Scanner-Event veranstaltet. Auf jeden Fall dazu mehr morgen. Maps allgemein, nicht Maps, worüber habe ich gerade. Ich meine, Nester an sich, in letzter Zeit vollkommen in Vergessenheit geraten. Ich habe früher die Top 5 Nester in München gemacht, war ganz cool, aber es wurde immer schwieriger, überhaupt 5 interessante Pokémon zu finden, Nest-Pokémon. Das Interesse an den Nestern ist so hart gesunken.
Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal bei einem Nest war. Obwohl, nee. Also zwei Nester, die sind immer noch interessant. Zumindest vor kurzem waren die noch interessant. Und zwar Kleinstein und Macholo. Das waren so die einzigen, die in letzter Zeit überhaupt in Betracht gezogen wurden. Ansonsten schon Ewigkeiten keine Nester mehr abgecheckt. Was ich echt schade finde, weil Nester abchecken, das war eigentlich, hat mir immer Spaß gemacht mit den Jungs. Schreibt unten rein, wie es bei euch ist momentan so mit den Nestern. Wie ist die Lage? Checkt ihr noch Nester regelmäßig ab? Wenn ja, welche? Auf jeden Fall heute, Donnerstag früh, es gab wieder Nesterwechsel. Dachte ich mir, schauen wir uns mal wieder ein paar Nester an. Es gibt ein paar, die ich, also nicht paar, also eins, das ich suche. Und zwar Pikachu-Nest natürlich. Weil Shiny Pikachu ist jetzt im Spiel. Da kann man schon mal auf Shiny Pikachu-Jagd gehen und die Medaille erhöhen. Aber wie ich bereits in den Chats gelesen habe, gibt es keins bei uns. Dann schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Glück habt oder ein Pikachu-Nest habt. So, schauen wir uns mal um. Panzerwiese wird nicht gescannt, ist momentan außerhalb des Bereichs. Aber nach meinen Beobachtungen kann ich sagen, das ist ein Vulcano-Nest. Aber wie gesagt, ohne Map braucht ihr da nicht drauflaufen. Das ist so eine große Fläche und man hat echt keine Ahnung, wo die sind. Ihr habt es gerade gesehen am Anfang des Videos, also das war echt der Fail. So. Olympiapark Nord, Teddy Ursa. Olympiapark Süd, Traumvogel. Englische Garten Rettern. Das wäre nicht schlecht jetzt für die Scanner-Tour. Das Scanner-Event, dann würde sicher 100% Rettern kommen. Das ist ein Lapras, nicht schlecht. Louisville Park, Merrill. Schloss Nymphenburg außen, Dodo. Alles nicht so erwähnenswert, nicht so geil. Botanischer Garten unbekannt, unidentifizierbar. Ansonsten Schloss Nymphenburg drinnen, auch unbekannt. Pinakotheken Pinsir, okay. Dann hier kleines Bisasamnest an der Seite. Hier Sichlos. Okay, da oben nochmal Bisasam. Bisasam auch nicht so interessant. Was ist das hier? Vielleicht sollte ich mal reinzoomen ein bisschen. Ich glaube mal hier Fleckmann-Nest. Hier an der Seite Snubbel. Aber da war Snubbel schon mal. Ansonsten, Moment. Ostpark ist auch immer ein fettes Nest. Schauen wir da mal kurz rüber. Wenn ich mal wüsste, wo Ostpark ist, genau hier. Muss kurz laden hier. Griffelnest, okay. Wir sehen können, echt nichts los, was Nester angeht. Ich weiß von einem Nest. Moment, jetzt kann ich wieder rauszoomen. Also kein Wunder, dass die Top 5 Nester Videos nicht mehr kommen. Weil, was soll ich da Top 5 machen? Griffel, Bisasam, Fleckmon, Rettern, Dodo, also da kann man echt nichts Interessantes finden, nennen, außer hier, wieder im Westpark, keine Ahnung was da los ist, aber schon wieder Macholos, das einzig Interessante momentan, wobei das Interesse an Macholo auch stark gesunken ist. Macholo hat man halt für Despotar gebraucht und Despotar für die Legendären oder so. Oder für Mewtwo jetzt. Ein Dratini. Auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen? Macholo Nest momentan das Beste in München. Es sei denn, es gibt noch irgendwo außerhalb vom Bereich, der gescannt wird, ein interessantes Nest. Natürlich ist dann die Frage, ob es sich lohnt, so weit außerhalb zu fahren. Wenn, dann überhaupt echt nur für Pikachu. Und das darf dann echt nicht allzu außerhalb sein. Aber da ist noch ein Retternest. Zwei fette Retternester. Aber das war's. Kurz die Nester abgecheckt, mal schauen, was so interessant ist. Und ich habe persönlich nur die Macholos entdeckt für mich. Aber schreibt unten rein in die Kommentare, was euch so an Nestern noch interessiert. Checkt ihr überhaupt noch Nester ab? Ich leider nicht mehr so oft. Ich würde echt gerne viel öfter, aber gibt echt nichts Interessantes. Da muss Niantic auf jeden Fall irgendwas dran ändern, dass man überhaupt noch rausgeht für Nester, meiner Meinung nach. Ich weiß, in Dörfern und so, nicht in der Stadt, sind manche Pokémon viel seltener, ihr habt viel weniger Nester und so, und dann freut ihr euch auch über Pokémon,
die wir zum Beispiel schon in Massen haben. Aber das war's. Mal schauen, ob ich die Macholos abchecken werde. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.